Willkommen zum Kurztutorial der Erfolgspfade Kreativitätstechnik. Mein Name ist Martin Eppler und ich möchte Ihnen kurz die wichtigsten Schritte dieser einfachen Kreativitätstechnik zeigen. Sie brauchen dazu ein A4-Blatt und ein Flipchart, wenn Sie die Methode in der Gruppe anwenden. Sie beginnt damit, dass Sie auf einem Blatt A3 oder A4, das Sie quer vor sich haben, Ihren Status quo, Ihre Ausgangssituation oder Ihr Problem kurz in Stichworten aufschreiben. Nehmen wir als Beispiel, dass Sie eine Initiative in Ihrer Firma haben, die mit Widerständen kämpft. Die Ist-Situation ist also, dass Sie Widerstände haben. So, dann definieren Sie den Soll-Zustand. Was möchten Sie erreichen? Zum Beispiel Buy-in, Commitment, Identifikation mit der Initiative. Nachdem Sie den Ist- und Soll-Zustand definiert haben, beginnt die eigentliche Ideengenerierung. Und zwar mit dem ersten Schritt, dem sogenannten Flip-Flop. Dazu zeichnen Sie einfach einen Pfeil, der vom Ist weggeht, nach unten. Und Sie überlegen sich, wie können Sie den Status quo, also die Ist-Situation, verschlechtern? Was können Sie machen, um den Zustand zu verschlimmern? Seien Sie also hier bewusst destruktiv. Zum Beispiel, indem Sie kompliziert kommunizieren, können Sie Widerstände schaffen. Oder indem Sie zu viel in zu wenig Zeit erwarten von Ihren Mitarbeitern. Notieren Sie hier also 4 bis 5 Ideen, wie man den Status quo weiter verschlimmern kann, wie man die Situation weiter verschlechtern kann. Das tun Sie zuerst individuell, also still jeder für sich, und danach tauschen Sie die Ideen im Plenum aus. So, dann notieren Sie die Idee, die, wenn Sie genau das Gegenteil machen, am meisten nützt. Die streichen Sie an. Nach diesem Flip-Flop-Schritt kommt der zweite Schritt, der sogenannte Analogien-Schritt. Sie zeichnen einen Pfeil von der Seite zu Ihrem Ziel und Sie fragen sich und die Teilnehmer, von was können wir lernen, um dieses Ziel zu erreichen? Wo hat zum Beispiel jemand Buy-in sehr gut erreicht? Im Sport, bei der Konkurrenz? Oder was kann man von der Natur lernen, um Widerstände zu überwinden? Denken Sie dabei also bewusst an andere Bereiche, in denen dieses Problem bereits gelöst wurde. In einem dritten Schritt überlegen Sie dann, wie es sich anfühlt, wenn das Problem bereits gelöst wäre. Also wenn das Ziel erreicht ist, woran erkennen Sie das? Wodurch zeichnet sich dieser Zielzustand aus? Und Sie zeichnen das in Ihrer Darstellung und am Flipchart auf, indem Sie einen Pfeil vom Ziel zum Ziel zeichnen und dann Kriterien aufschreiben oder Eigenschaften des Soll-Zustandes. Zum Beispiel gibt es keine offenen Fragen mehr, jeder ist motiviert für die Initiative etc. Streichen Sie auch hier wieder das wichtigste Kriterium an. Dann geht es zum dritten Schritt. Sie fragen jeden der Kreativworkshop-Teilnehmer, was er glaubt, die größten Barrieren sind auf dem Weg zu diesem Ziel. Sie sammeln diese Barrieren und platzieren nachher die, die die meisten Stimmen bekommen haben, als Kreise zwischen dem Ist und dem Soll. Nehmen wir beispielsweise an, dass in unserem Kontext eine große Barriere der Zeitdruck ist und vielleicht auch die Ressourcenausstattung, dass die nicht genügend ist, plus dass die Komplexität der Initiative ein Problem darstellt. Nachdem Sie diese Probleme platziert haben, bitten Sie die Teilnehmenden, für jedes Problem mindestens 2 Ideen zu entwickeln, wie die Schwere des Problems reduziert werden kann. Also was kann man tun, um das Problem ein Stück weit zu reduzieren? Und das schreiben Sie auf den Pfeil neben den entsprechenden Pfeil auf. Beispielsweise Ressourcenausstattung durch temporäre Berater, die eingestellt werden, reduzieren. Die Komplexität durch Modularisierung, Module handhabbar machen oder den Zeitdruck durch eine Fristenerstreckung, Fristenverlängerung reduzieren. Dann fragen Sie, nachdem Sie auch wieder die beste Idee hervorgehoben haben für sich, dann fragen Sie,
wie man diese Probleme umgehen könnte. Was man machen müsste, damit diese drei Barrieren irrelevant werden. Also beispielsweise kann man das Ziel so kommunizieren, dass es überhaupt gar nicht mehr komplex ist, dass kein Zeitdruck besteht und dass die Ressourcenausstattung irrelevant wird. Zum Beispiel, wenn die Eigenmotivation von jedem gesteigert wird bezüglich des Ziels. Bei diesem Umwegschritt kann es auch sinnvoll sein, gewisse Restriktionen einmal aufzuheben, wie zum Beispiel Geld- oder Zeitbeschränkungen, und sich zu fragen, was würden wir tun, wenn wir beliebig viel Zeit und Geld zur Verfügung hätten, dieses Ziel, dieses Soll zu erreichen. Zum Beispiel hier, wir würden Einzelgespräche führen mit jedem Mitarbeiter, um ihm oder ihr das Projekt zu erklären. Und so wären Komplexität und Ressourcen vielleicht weniger ein Problem. Was würde ich also tun können, wenn ich beliebig viel Geld oder Zeit hätte? Nachdem Sie so Ideen generiert haben, fragen Sie sich, wie kann ich nun diese Idee oder diese Ideen mit den vorhandenen Ressourcen umsetzen? Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit einer Hotline für diese Einzelgespräche? Oder können wir einen Chat mit einem der Führungs-Crew-Mitglieder veranstalten? Nach diesem Umwegschritt können Sie nun einen zur Abwechslung lockeren Schritt machen in der Path to Success Erfolgspfad-Methode, und zwar den der Bildstimuli. Sie zeigen einfach ein Bild und fragen die Teilnehmer, welche Ideen ihnen in den Sinn kommen, wie sie dieses Bild anschauen, und sie bitten sie, ihre Ideen neben diesem Pfeil hier zu platzieren. Es spielt dabei keine Rolle, was für ein Bild es ist, es sollte aber nicht in einem direkten Zusammenhang stehen mit dem Thema der Fragestellung. Hier ein Beispiel. Sie würden also als Moderator dieses Bild zeigen, es sollte lustig, überraschend sein, ambivalent, nicht eindeutig positiv oder negativ, und Sie fragen, welche Idee bringt dieses Bild für unser Problem? Was sagt uns dieses Sackmesser für die Auflösung von Widerständen? Sie bitten jeden, vielleicht zwei oder drei Ideen dazu zu notieren, zum Beispiel die Kommunikation nicht überladen. Die Initiative auf das Wesentliche fokussieren, aber auch vielleicht einmal neue Kombinationen zu versuchen, die bisher noch nicht probiert wurden, Neukombination von Maßnahmen. Sie werden überrascht sein, wie kreativ Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein können, nur aufgrund eines Bildes. Im nächsten Schritt, wir machen jetzt eine abgekürzte Fassung der Methode, schauen Sie sich nochmal alle Ideen an, die Sie als sehr gut notiert haben, die Sie also unterstrichen oder angestrichen haben. Und Sie überlegen sich, was könnte ich in den nächsten 3 Monaten tun, das mich in ein wenig näher bringt in Richtung des Ziels, das aus einer Kombination dieser besten Ideen besteht. Und Sie schreiben das in eine Box auf der rechten Seite und machen auch einen Pfeil dorthin vom Ausgangspunkt aus. Es ist also eine Kombi-Idee, die aus 3 Ihrer Lieblingsideen besteht. Und damit sind Sie bereits am Schluss einer Schnellvariante der Path to Success Methode.